Hi Leute, wie geht's? German Gamers Number One am Start, heute mit Regius, Dorus und Humus. Hallo. Unser heutiges Thema, das neue Call of Duty Advanced Warfare. Und zwar wollen wir heute so ein bisschen reden, was in dem Spiel so sein wird, was unsere Erwartungen sind, was wir hoffen, was nicht kommt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Vielleicht haben ein paar von euch schon den Trailer gesehen, den verlinken wir euch auch noch in der Beschreibung. Falls ihr ihn noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr nicht lange suchen. Der Trailer ist so relativ ansprechend. Die Grafik sieht im Trailer ganz hübsch aus, ist aber nicht das Maß aller Dinge, da man ja weiß, dass das im Spiel später anders aussieht. Beispiel bei Ghost sahen die Trailer ja auch ziemlich gut aus. Aber für mich war Ghost auf jeden Fall eine Enttäuschung, zumindest auf der Konsole. Ghost war eine Enttäuschung, ja. Ja, und deshalb lege ich sehr viel Hoffnung in Advanced Warfare. Und wenn das nichts wird, dann glaube ich, ist Call of Duty bei mir mehr oder weniger am Ende. Hast du recht. Man sieht leider auch, was nicht so meins ist, das muss aber nichts heißen, vielleicht ist es euers, dass in diesem Spiel Advanced Warfare sehr viel neumodische Technik reinkommt wieder. Es wird wieder viel Zukunftsgehabe sein. Man hat schon so eine Art Motorräder gesehen, die aber keine Räder haben, sondern so schweben in der Luft. Man hat Anzüge gesehen, die unsichtbar machen. Das ist geht schon alles Roboter in wieder, Richtung. Das ist wieder alles wieder so ein Zukunftsteil, was ich persönlich nicht so mochte. Waren da nicht auch irgendwie Fahrzeuge in dem Trailer drin? Mit auch MGs Fahrzeuge mit, aber alles sehr, sehr neumodisch mit Laserschießen und. Ja. Und Wände hochklettern. Wände hochlaufen und Drohnen wird es auch wieder geben, sehe ich gerade. Okay. Dann so ein Schutz, so ein. Wie sagt man, so eine Deckung, eine aufstellbare Deckung, die man sich aufstellen kann, ist angekündigt. Hat was Cooles, ist aber auch mehr oder weniger so ein bisschen von Black Ops geklaut. Ich meine, das ist ja auch wieder alles Call of Duty, also so wirklich klauen tun sie sich nichts, aber übernommen. Call of Duty Ghost, nee, warte, was waren Black Ops? Black Ops. Da, wo man sich dann sein Schild genommen hat und es einfach richtig, das Einsatzschild auch. Ja. Gut, aber es gab ja bei Ghost auch diesen Überlebensmodus, den es auch in Black Ops gab, den auch schon in MW3 gab. Nur eben in Ghost halt in der Form, dass man überleben muss gegen Aliens. Was so, so eine Art Zombie-Modus im Alien-Modus. Richtig, den beliebten Zombie-Modus von Black Ops 1 und 2 haben sich gedacht, machen wir mal besser, ne, mit Aliens. Aber der ist also bei mir nicht so gut angekommen. Ich glaube auch allgemein ist der nicht so gut angekommen. Zum einen, was ich gehört habe, auch weil die Story fehlt, hinter dem Zombie-Modus gab es ja immer eine Story mit den Charakteren, die sich die von Black Ops 1 auch in Black Ops 2 wieder übernommen wurden. Da wurde einfach, da kommen jetzt Zombies runter und so da ist kommen es jetzt. Na, Aliens sind ja, Quatsch, ja, stimmt. Bei Ghost Aliens. Kommen einfach Aliens, genau. Du schießt die ab. Kommen jetzt einfach Aliens runter und dann ist es so. Richtig. Das hat keine Story, das ist so. Finde ich ziemlich traurig, ich es hoffe. Es ist aus den Fingern gesogen, weil nicht im ganzen, ich glaube in der ganzen Kampagne kommt nicht ein Alien. Einmal werden die Erde geht einmal irgendwie unter, weil die Teile vom Satelliten runterklatschen, genau, aber menschliches. Das ist alles menschliches Versagen und so wirklich Aliens waren da jetzt nirgendwo, wenn ich mich so recht entsinne. Genau. Also ziemlich viel aus den Fingern gesogen. Kommen wir mal wieder zurück auf Moment, wo man aber auch sagen muss, bei Black Ops in der Kampagne gab es auch keine Zombies. Aber trotzdem. Gut, aber es hatte eine Geschichte, eine eigene, das war richtig. Ein eigenes, was eine Geschichte hat. Und da kommt man rein und wird dann gleich gespawnt als Charakter. Den sieht man, glaube ich, auch nicht, diesen Charakter. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Man sieht nicht, wie man selber aussieht. Und dann heißt es so, verteidigen Sie sich gegen die Aliens. Und fertig. Springt aus dem Heli genau, und dann verteidigt man sich gegen die Aliens. Bohrt so ein paar Neste auf. Genau. Ziemlich langweilig, finde ich. Es hat was. Ja, es aber macht es Spaß ist, mit Freunden. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also um wieder zurückzukommen auf Advanced Warfare, es könnte sein, dass es wieder zu viel Story wird, was ich jetzt aus dem Trailer rausgesehen habe. Kann alles täuschen, aber es ist mir vielleicht schon wieder zu viel Story. Ich mochte es einfach, es war ja immer so das Markenzeichen von Call of Duty, einfach dieses sinnlose, bisschen auf Counter-Strike gemachte, leichte Spiel, was nicht großartig Grafik hatte, sondern einfach unglaublich viel fordert. Und auch nicht wirklich viel fordert, einfach nur unglaublich viel Spielspaß gebracht hat, dadurch, dass es ein schnelles Game war. Nicht wie bei Battlefield, da hat man ja mehr Taktik gemacht, große Karten, große Maps, und bei Call of Duty waren kleine Maps, Schnelligkeit, Spielspaß. Ja. Und es wird jetzt mir auch schon wieder zu sehr gute Grafik und tolle riesen Story und mit ganz viel Hintergrund. Und dann wird das zu sehr wie Assassin's Creed, wo man die ganze Zeit sitzt und die ganze Zeit zuhören muss. Und
da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich hoffe auch, dass ich nicht ganz so sehr in die Richtung bewege und dass wir auch nicht zu viele Gadgets bekommen. Was man in dem Trailer auch gesehen hat, irgendwelche Granaten oder so eine Art Wallhack-Hass. Ich finde, bei Black Ops 2, da geht es auch, wenn man sich dran gewöhnt hat. Ich hoffe, dass es jetzt hier keinen riesigen Überfluss an irgendwelchen Gadgets gibt. Auch wieder nicht so ein neues System, ein neues Klasseneditor-System, das fände ich scheiße. Ja. Weil man muss sich jedes Mal umgewöhnen. Das jedes Mal guckt man sich die Scheiße neu an, wo ist das jetzt und was, wie heißt das jetzt? Und dann können sie nicht einfach bei den Namen mal bleiben. Immer neue Namen. Bei dem einen heißt es Attentäter, bei dem anderen heißt es Geist und reißt euch mal zusammen. Das ist wirklich heftig. Ja, ich finde... Die Symbole könnten ruhig auch mal bleiben. Plünderer sieht immer anders aus. Ja. Ja. Ist mir nicht aufgefallen. Ist immer ab und zu ist mal so ein altmodischer Geier mit Blau und dann ist mal wieder ein anderer Geier in komplett anderem Design und anderer Farbe. Geier ist ja Geier. Ja, trotzdem. Es könnte schon gleich bleiben, wenn es geht. Danke. Ja, ich hoffe, dass die Killstreaks nicht allzu überzogen sind. Nicht. Also Killstreaks mochte ich eigentlich immer. Was schön wäre, wenn wieder Moabs dabei wären, Atombomben. Nee, Moab will ich gar nicht. Doch, das war, das war immer so die Belohnung, finde ich. So, man spielt, schafft 24 Kills und kriegt eine Bombe, die einmal alle wegfickt. Ist nur scheiße, wenn du gerade in eine Lobby reinkommst und wirst du erstmal von der Moab weggezogen. Das regt mich auch ein bisschen bei MW3 auf und bei Ghosts. Ich weiß nicht, ob es jetzt da geändert wurde. Ich persönlich, ich habe eine 2,3er-Quote in den meisten Spielen. Was Call of Duty angeht und komme immer in eine Lobby rein, wenn ich neu in ein Spiel reingehe, wo Hopfen und Malz schon komplett verloren sind. Ich komme in das Spiel rein und das Team ist komplett am Abkacken, meist schon eine Moab gerissen und ich muss dann das ganze Team, den ganzen Karren aus dem Dreck ziehen und sowas regt mich auf und das will ich einfach in Advanced Warfare nicht haben. Das ist doch ein schönes Schlusswort und in diesem Sinne, haut da rein, Freunde, bis zum nächsten Mal.